Grüß dich. Heute zeige ich dir, wie man auf der Karte Affenaue den Schimpansenmodus schaffen kann und als Helden nehme ich hier den Waldwächter Obin Greenfoot mit. Also gehen wir mal auf die Karte Affenaue. Schwierigkeitsstufe schwer und Schimpansenmodus. Affenwissen ist hier ja von Grund auf deaktiviert. Also dann nimmst du zuerst hier einen Druiden und platzierst ihn erstmal hier unten in die Ecke. Die Platzierung ist übrigens schon sehr wichtig. Also du musst so weit nach unten erstmal wie möglich und dann so weit nach links wie möglich. Also so, du siehst, der ist hier fast zur Hälfte im Weg. Ja? Also so in etwa platzieren. Und dann kannst du auch schon Play drücken und du kannst das Spiel eigentlich schnell laufen lassen. Wir müssen jetzt nämlich erstmal ein bisschen Geld sparen und ich weiß nicht, ich denke mal, dass ich Obin zuallererst hier aufs Feld platzieren sollte. Ja, doch. Denn Obin sollte natürlich so schnell wie möglich XP generieren. Der kostet jetzt aber zu Beginn erstmal 700. Aber das sollte, glaube ich, in Runde 9 soweit sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Runde 9 kannst du dir den Waldwächter leisten. Und das wird auch notwendig, denn unser Druide kommt so langsam ins Schwitzen. So, wenn du Einheiten platzieren musst, kannst du das Spiel kurz langsam laufen, so wie ich jetzt. Dann hast du genug Zeit, den Obin hier perfekt neben unseren Druiden zu platzieren. So in etwa. So, nachdem du ihn platziert hast, kannst du es wieder schnell laufen lassen. Falls du Einheiten platzieren musst, ich weiß nicht, ob dir das schon bekannt ist, aber du kannst sie erstmal, ich zeige dir das gleich, sobald ich das Geld habe. Du kannst eine Einheit erstmal, na komm schon, gib mir Kohle, ich brauche mehr Kohle. Und jetzt. Also du kannst eine Einheit erstmal, sagen wir mal, auf den Weg hier platzieren. Dann ist das ja hier rot. Dann kannst du einfach daneben klicken und dann wird die Einheit ganz langsam bewegt. Also das hilft schon sehr, wenn man eine Einheit oder einen Affen besser gesagt genau platzieren muss, so wie jetzt. Also der zweite Druide kommt hier ganz nach oben und wirklich so weit nach links zur Straße hin wie möglich. Da kannst du dann ein bisschen rumspielen, so wie ich jetzt. Es klappt nicht immer auf Anhieb. So, aber wie du siehst, komme ich jetzt viel weiter nach links und er steht halber auf der Straße. So, und dann kannst du auch schon gleich den nächsten hier platzieren, direkt über unseren Waldwächter. Der soll auch so weit nach links wie möglich. So, der steht schon zur Hälfte in dem anderen Druiden. So, wir müssen hier jetzt 6 Druiden insgesamt platzieren. Du kannst hier einen nach dem anderen platzieren. So, und dann kommt der nächste direkt neben unseren Waldwächter. Und zwar unten zur Straße hin. So, in etwa. Nö, da geht es sogar noch weiter nach links. So, also musst halt ein bisschen rumspielen, bis es passt, so wie ich jetzt. Lass dir da Zeit. Du hast ja jetzt mittlerweile 5 Einheiten auf dem Feld. Das sollte also kein Problem darstellen. Die sollten alle wegballern können. So, oh, gleich kommt Runde 23. Also lass das Spiel mal kurz langsam laufen. Denn in Runde 23 kommt die erste getarnte Einheit. So, und dann nimmst du jetzt einfach einen Sniper und platzierst ihn dahin und gibst ihm hier das Nachtsichtgerät und sagst Zielvorgabe hier auf getarnte Bloons schießen. So, dann passt das erstmal und ja, jetzt müssen wir zusehen, dass wir bis Runde 40 diese Einheiten hier schön upgraden. Aber zuerst, genau, zuerst kommt hier eine Hütte hin und zwar genau hierhin, so in etwa. Also wirklich so weit nach oben zur Straße hin wie nur möglich und so weit nach links wie möglich, so in etwa. Kommen die hin und dann bekommen die hier erstmal die mittlere Reihe. Die sollen alle den Radarscanner bekommen. Dann können alle Einheiten hier getarnte Einheiten ins Visier nehmen. So, musst halt ein bisschen warten, bis du das Geld zusammen hast. Das ist in Runde 30 der Fall. Sehr schön. Und jetzt sollten wir langsam zusehen, dass wir unsere Einheiten hier verbessern. Also meine erste Einheit, die habe ich übrigens umbenannt in Groot. Ich finde das total passend. Also einfach hier mal verbessern auf 0, 2 und dann die untere Reihe 0, 2 und 3. Aber erstmal kurz warten, bis das Geld zusammen ist.
Und all die anderen Druiden werden genauso verbessert. So, nach und nach natürlich, ist ja klar. So, 3. Und, ja, dann hier das Gleiche. Zack. Mittlere Reihe, 2 und unten dann bis zur Stufe 4. Aber da musst du halt warten, bis du das Geld zusammen hast. So, wir sind in Runde 35. Bald kommt ja der erste Moab. Und zwar in Runde 40. Aber keine Sorge, bis dahin haben wir genug Geld zusammen, um diesen Moab zu zerschreddern. So, geh erst mal hier. Lass mal die obere Reihe hier weg und dann hier unten auf 3. Das machen wir jetzt bei den restlichen 3 Druiden. Erstmal die untere Reihe. So, damit sie sich gegenseitig alle unterstützen. 2 und 3. Ja, die können die Bleibloons noch nicht platzen lassen, aber das kommt hier mit der nächsten Verbesserung. Aber erstmal die Druiden ein bisschen auf Vordermann bringen. So, der hat auch schon 3. Und dann 1, 2 und 3. Komm schon. Gib mir Geld. So. Bekomme ich 2700 zusammen? Nö, noch nicht. Aber das ist nicht weiter schlimm. Die können den ersten Moab so oder so platzen lassen. Da musst du dir jetzt keine Sorgen machen. Ja, ich glaube, ich verbessere hier den noch auf 2, dann den noch auf 2 und den noch auf 2. So, wie du sehen kannst, war das überhaupt kein Problem. Die haben die alle schön platzen lassen. Gut, dann spare ich jetzt ein bisschen Geld für die erste Verbesserung Platzlust bei meinem ersten Druiden Groot. Das ist sehr wichtig. Und dann müssen wir auch Geld zusammensparen für diese Verbesserung hier, damit sie auch die Bleibloons platzen können. Okay, Platzlust ist am Start. Wunderschön. Genau, und dann mache ich hier noch größerer Radius und Dschungeltrommel. Dann können sie noch schneller feuern. Also die gehen jetzt richtig gut ab. So, dann bekommt der zweite Druide hier auch Platzlust. Die werden natürlich dadurch deutlich stärker. Die unterstützen sich damit nämlich gegenseitig. Ja. Steht auch dran, verbessert die Angriffsgeschwindigkeit und Durchschlagskraft für andere Druiden im Umkreis, kann bis zu 5-mal auf einen einzelnen Druiden angehäuft werden. Und der Obin, der gibt denen auch noch zusätzlich Platzkraft, also diesen umherstehenden Druiden. Das finde ich echt gut, deswegen habe ich die jetzt so genommen. Dann kann man die schön in Kombination verwenden. So, der dritte Druide bekommt auch Platzlust und der hier jetzt auch. Ja, mittlerweile gehen die richtig gut ab, aber ich muss langsam zusehen, dass die auch die Fähigkeit bekommen, alle Bloons platzen zu lassen mit dieser Verbesserung hier. Ja, aber zuerst mache ich noch das hier, auf jeden Fall. Bald kommen aber sehr viele Bleibloons und bis dahin sollte ich die Verbesserung haben. So, ich glaube, ich spare jetzt für diese Verbesserung hier, das ist sehr wichtig. So, der wird auch noch von der Hütte abgedeckt. Ja, genau, das wollte ich dir auch noch zeigen. Wie du sehen kannst, geht der Radius von dieser Hütte bis zu diesem Druiden hier. Ja, das kannst du an diesen Symbolen hier erkennen. Wunderbar, also 5500, 5700 habe ich mittlerweile zusammen. Guck dir das an, wie die Moabs wegschreddern. Ja, nicht schlecht. So, ja, die Keramikblumen sind auch kein Problem für die. Okay. Zack, jetzt können sie auch alle Bleibloons platzen lassen. Wunderbar. Jetzt werde ich noch den letzten Druiden hier verbessern. Der bekommt auch noch Platzlust. So, und dann kommt hier hinter noch ein normaler Druide. Was heißt hier normaler Druide? Ich meine ein Druide, bei dem ich auf die mittlere Reihe gehe. So, Platzlust ist da. Okay, dann kommt hier jetzt noch ein Druide aufs Feld und zwar hier direkt an den Weg. Sieh zu, dass der unbedingt in der Reichweite von diesem Affendorf ist. So, also du platzierst den so und so weit nach links wie möglich. So, etwas höher, etwas weiter rechts. Na komm schon. Ja, manchmal ist das ein bisschen knifflig. Nee, der kann sogar noch weiter nach links. So, also und der bekommt die Hartdornen, dann hier 1, 2, 3 und genau den Blitz Dornenherz. Nee, Donnerherz, nicht Dornenherz. Und dann bekommt er noch hier Dschungelbeute. Dann kann er nämlich 2 von diesen
von diesen Ranken wachsen lassen, genau. So, perfekt. Und er hat einen Mordsradius bekommen. Wunderbar. Eine schöne Truppe ist das. Hier unten kommt später auch noch ein Droide hin. Und zwar bekommt er dann noch die erste Reihe. Aber ich muss zusehen, dass ich bei dem erstmal hier den Zorn-Avatar hier freischalte. Dann wird er erst richtig stark. Ah, okay. Obin Greenfoot hat jetzt eine Fähigkeit bekommen. Und zwar diese Bäume hier. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Da solltest du auf jeden Fall hier auf Erster klicken und diesen Baum hierhin platzieren lassen. Zack. So, dann kannst du den Baum wachsen lassen. Da fliegen jetzt die ganzen Moabs und so weiter und die Bloons hinein. Und dann gibt es Geld. Das ist so ziemlich die einzige Möglichkeit hier, um Geld zu verdienen. So, nee, eigentlich solltest du den hier direkt auf die Kreuzung hier platzieren. So, geh nochmal hier auf Erster und mach hier direkt auf die Kreuzung. So, und wenn du das nächste Mal den Baum wachsen lässt, dann geht er jetzt hier hin. Wunderbar. 7000 habe ich mittlerweile zusammen. Sehr schön. Ja, ich werde hier jetzt auf jeden Fall noch einen Druiden dahin platzieren. Sieh zu, dass er so weit wie möglich zur Straße hinkommt. Oh, hast du das gesehen? Unser Baum ist aufgeplatzt. Aber zuerst platziere ich jetzt... Oh nee, ich muss die Bananen einsammeln, sonst gehen sie kaputt. Gut, also unser Druide kommt hier hin. Also der ist jetzt in Reichweite von all diesen Druiden und das gibt ihm nochmal zusätzliche Platzkraft. Also den Baum wachsen lassen, jetzt wächst er hier und jetzt gehst du bei ihm hier auf diesen Sturmdruiden und dann auf größere Reichweite. So, und später machen wir auch noch Kugelblitz, aber das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Da, guck dir das an. Unser Druide hier, der lässt ein Blut nach dem anderen platzen mit seinen Ranken. Das gibt richtig gut Geld. Ja, die kommen nicht mal hier um die Kurve. So stark sind sie, ist unsere Truppe jetzt mittlerweile. Okay. Baum, komm schon, Platz auf. Ich brauche Geld. Ich brauche viel Geld, um genau zu sein. 48.000. So, 48.000. Was ich lustig finde, unser Sturmdruide hier, der lässt die ganzen Bloons wieder zurückkehren. Finde ich echt nicht schlecht. Ja. Dafür ist er auch da und ich habe ihn mit Absicht hier nach unten hin platziert, falls die doch mal durchkommen sollten, dass die nochmal von hier hinten nach vorne befördert werden. So, hier kommt jetzt ein BFB und der hat aber keine Chance. Der wird natürlich sofort zerschreddert von unserer Druidentruppe. Unseren Sniper könnte ich eigentlich verkaufen, der ist nutzlos, aber ich lasse ihn da stehen. Gut, ja. Jetzt musst du halt Geld sparen. Wir sind in Runde 70 und jetzt sollte es sowieso schneller gehen mit dem Geld. Ja, weil natürlich mehr Bloons kommen und das gibt natürlich noch deutlich mehr Kohle, je mehr davon kommen. Aber ich glaube, ich hab diese 48.000 erst in Runde 80 zusammenbekommen. Ja, so. Wie du sehen kannst, kommen sie wirklich nicht mal hier bis hierhin. Alle bleiben sie in diesem Baum hängen. Der könnte aber auch langsam mal voll werden. Ich brauche Kohle. Ich könnte ihn aufplatzen lassen, indem ich einfach nochmal hier auf den Baum klicke. Aber das will ich nicht. Der soll richtig schön voll werden. Wenn der von alleine aufplatzt, gibt das nämlich am meisten Kohle. Wenn ich das von Hand mache, dann natürlich nicht so viel. Ist ja klar. So, die Hälfte habe ich, ja fast die Hälfte habe ich schon mal zusammen. Okay, jetzt wird es interessant. Jetzt kommen hier sogar zwei BFBs und noch Mords hinterher. Und unser Baum, der muss ja schon richtig viele Bloons verschluckt haben. Aber irgendwie will der einfach nicht platzen. Komm schon. So. Soll ich ihn... Auch, genau, ich habe ja hier noch die Dornen. Falls es brenzlig wird, kannst du hier die Dornen irgendwo hin platzieren. So, BFB ist am Start. So ein ganz einsamer. Yay, endlich aufgeplatzt. Und gleich nochmal platzieren. Sobald er aufplatzt, sofort platzieren. Damit die Bloons da hängen bleiben. Und dass du dann so schnell wie möglich Geld bekommst. Okay, jetzt wird es interessanter. Wenn jetzt noch die gepanzerten Moabs und so weiter kommen, dann bleibt da noch viel mehr hängen in diesem Baum. Und dann gibt es natürlich noch viel mehr Geld. Gut, Runde 75. Die Hälfte habe ich zusammen. Mehr als die Hälfte. Und unser Geld. Genau, siehst du das? So schnell geht's. Wenn da Keramikbloons oder so kommen, die bleiben da natürlich sofort hängen. Und unser Baum platzt auf.
Der hat noch nicht mal genug Zeit gehabt, sich aufzuladen. Okay, 30.000 sind da. Ich brauche nur noch 18.000. Dann kann ich endlich meinen Zondroiden hier verbessern. Und der geht dann richtig ab. Der geht wirklich extrem ab. Der macht dann extrem viel Schaden. Und das wird auch notwendig sein, denn bald kommt der erste ZOMG. Und da brauchst du auf jeden Fall diese Platzkraft von diesem Zondroiden. Und später kommen ja auch noch diese gepanzerten DDTs. Die brauchen sowieso richtig viel Schaden. Okay, 34.000 und es steigt. Oh, ich habe vergessen, meinen Baum zu platzieren. Also sobald du deinen Baum zur Verfügung hast, sofort platzieren. Nicht vergessen, das ist wichtig. Deine einzige Einnahmequelle hier, abgesehen natürlich von diesen Blooms. Also, mittlerweile geht es viel schneller mit diesem Baum. Der platzt gleich auf. Guck dir das an. Der ist noch nicht mal zur Hälfte vollgeladen. Okay, 40.000. Ich glaube nicht, dass ich es bis zur Runde 80 auf 48.000 schaffe. Aber ich brauche das auch nicht. Die sind immer noch stark genug. Die Bloons kommen hier nicht mal um die Kurve. Gut, Baum ist aufgeladen. Zack. Oh, hier kommen jetzt die ersten gepanzerten BFBs. Sehr schön. Wunderbar. Ja, jetzt schaffen sie es auch so einmal um die Kurve hier zu kommen. Ey, der erste ZOMG. So, mal gucken, wie weit dieser Kollege kommt. Ich könnte jetzt noch meine Dorn hierhin platzieren. So, die würden aber nicht viel bringen. Okay. Ja, ich glaube, der schafft es nicht arg weit. Ja, der platzt ganz schön schnell auf. Und die BFBs, die gehen hier kaputt. Wunderbar. Sehr schön. Ja, 44.000. 4.000 fehlen mir noch. Okay, sehr schön. Unser Baum platzt gleich auf, denke ich mal, weil die ganzen BFBs rasen da hinein. Und platzen auf. Aber ich glaube, ich brauche den Baum auch nicht mehr, denn die 48 habe ich zusammen in Runde 81. Tada! Unser Zondroid ist am Start. So, und jetzt guck dir das an. Der lasert die einfach mal so weg. Die kommen nicht einmal bis zu dem Baum. Das ist echt extrem krass. So, was ich jetzt noch machen will, ich will... Oh, unser Baum ist weg. Ich will die auf jeden Fall noch ein bisschen buffen. Und zwar mit meiner Hütte. Die Hütte platziere ich... Wohin soll ich sie platzieren? Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, die platziere ich dahin. So. An die Stelle. So. In etwa. Und dann bekommt die Hütte hier Trommelfeuer. Und da gehe ich auf die obere Reihe, damit sie noch schneller werden und noch mehr Platzkraft bekommen. Und dann kannst du hier eigentlich noch Affenbusiness machen, genau. So, und jetzt kommt als nächstes... Oh, der Baum ist fertig, sofort platzieren. Jetzt kommt als nächstes ein Alchemist hier an diese Stelle. So. Na komm schon. So weit nach unten an die Straße wie möglich. Und dann bekommt der natürlich hier Berserkergebräu, Stimulanz und so weiter. Und schneller werfen. Dann kann er die noch alle bewerfen. Dann werden die noch schneller. Und hier kommt... Oh, unser Baum ist aufgeplatzt. Hier kommt natürlich noch einer. Wir brauchen mehr von diesen Kollegen. Denn wir haben ganz schön viele Einheiten auf dem Weg. So, und der bekommt hier auch nochmal das hier. Aber der bekommt hier instabiles Gebräu, heißt es übrigens. Nicht Getränk, Gebräu. Damit er die bewerfen kann. Und wenn sie aufplatzen, explodieren sie dann auch noch. So, und... Da kommt noch einer und zwar kommt er an diese Stelle und der bekommt hier wieder schneller werfen, Säure und dann natürlich das hier. Also 402 bei diesen beiden und jetzt können sie unsere Druiden hier schön bewerfen. Oh, der Baum ist fertig, sofort platzieren. Die können jetzt schön unsere Druiden hier bewerfen mit diesem Gebräu und dann sind sie natürlich noch um einiges schneller. Machen deutlich mehr Schaden. Eigentlich sollte das jetzt komplett ausreichen bis zur Runde 100. Aber ich meine, du hast ja Geld übrig. Also warum nicht noch mehr Einheiten platzieren? So, dann platziere ich als nächstes auf jeden Fall diesen Zauberaffen hier. Und zwar in etwa dahin. So, dass er in Reichweite von Ubin ist. Und ja, dann kannst du nämlich hier oben zweimal auf Lenkmagie gehen. Oh, hier kommen jetzt die ersten DDTs. Zweimal auf Lenkmagie, 0 und dann hier 1, 2, 3, 4 erstmal.
So, die Bananen einsammeln nicht vergessen. Die sind fast kaputt gegangen. Da war ich ein bisschen zu langsam, unaufmerksam, weil ich so auf meinen Zauberer fokussiert war. Also bei dem gehst du auf Stufe, also 2, 0 und hier auf 5. Muss mich kurz warten, bis ich das Geld zusammen habe. Kostet ja 28.000, 10.000 fehlen mir noch, sollte aber kein Problem sein. So, guck dir das an. Selbst die DDTs, ja, kommen nicht weit genug. Die bleiben alle hier im Baum hängen. Also das ist wirklich eine Monstertruppe hier. Wunderbar. Ich glaube, hier muss ich noch einen Alchemisten platzieren. Genau an diese Stelle, damit er hier... Oh, der Baum ist aufgeplatzt. Sofort platzieren. Damit er hier noch die ganzen Einheiten bewerfen kann mit seinem Berserkergebräu. Und vielleicht hier unten auch noch. Mal gucken. So, 28.000 habe ich zusammen. Die letzte Verbesserung für unseren Zauberer. Jetzt bekommt er die ganz großen Geisterbloons. Da kommt jetzt wirklich nichts durch. Also das würde mich stark wundern. Nee, da kommt definitiv nichts durch. Ich habe das schon mal so gespielt. Und also dieser Zauberer ist nicht mal notwendig. Die lasern hier wirklich alles weg mit ihren Dornen. Okay, jetzt kommt hier der letzte Alchemist hin. Oh, mein Baum muss ich platzieren. Der letzte Alchemist kommt hin. Und der bekommt auch hier nochmal schneller werfen, Säure und dann dieses Gebräu. Jawohl, Runde 100. Der erste Bad ist am Start und der wird weggelasert. Der kommt nicht mal bis zu dieser Kurve. Ja, also, das ist der Sieg. Damit hast du Schimpansenmodus geschafft. Ja, ist eigentlich gar kein Problem. Wie gesagt, diese ganzen Einheiten zum Schluss, wie der Zauberer und so weiter, die waren gar nicht notwendig, weil selbst dieser Bad ist nicht mal um diese Kurve herumgekommen. Okay, jetzt weißt du, wie du das schaffen kannst. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.